zurück auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal Archer Row. Und ja, ich habe mir vorgenommen, zwar ohne Facecam spiele ich heute, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich eine Goldkiste und drei Obsidian-Kisten öffne. Und wenn es sich dann noch ausgeht, vielleicht, dass wir nochmal eine kleine Runde spielen. Aber dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit der ersten Goldkiste. Ungewöhnlich, Sägeblatt. Und dann öffnen wir jetzt die drei Obsidian-Truhen. Ich habe einen Schlüssel für die Obsidian-Truhe, ungewöhnlichen Bärenring, dann nochmal eine zweite Obsidian-Truhe, ungewöhnlich Schattenrobe und jetzt nochmal eine Obsidian-Truhe, selten tapferer Bogen. Okay. Dann habe ich jetzt die drei Obsidian-Truhen geöffnet. Hier eben meine Waffen, die ich neu bekommen habe, genauso wie die Rüstung und der Bärenring. Aber ja, dann würde ich sagen, es geht sich schon noch aus. Ich hole mir schnell noch ein paar Geschenke. Hier ab, im Spiel anmelden, öffne eine Goldruhe, öffne eine Obsidian-Truhe. Kann ich zwei Kisten öffnen. Und Tag 9 bekomme ich nochmal einen Schlüssel für eine Goldtruhe. Aber nee, ich will mir nicht Kampfpass kaufen. Sondern eigentlich eine Goldtruhe mit dem Schlüssel öffnen. Und einen häufig Löwenring. Und ja. Dann kann ich auch noch meinen Held mal upgraden. Und ja, dann würde ich sagen, spielen wir gleich mal eine Runde. Aber vorher öffne ich doch mal eine schnelle Goldruhe. Und ein häufig Elf. Also ein Elf. Ja. Und dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal schnell die Belohnung ab. Und dann spielen wir aber wirklich. Ja, jetzt spielen wir mal eine Runde. Eine Startfähigkeit. Ich würde sagen Querschläger. Kann ich hier nochmal beim Glücksrad drehen. Und bekommen wir die 1200 oder die 800? 1200. Akkustand ist jetzt auch schon niedrig. Zieh mal die. Diese Monster mag ich am wenigsten von allen. Weil erstens, weil die sich teleportieren können. Und ja. Einfach weil die sich teleportieren können. Und nochmal welche. Bälle 3 von 5. Countdown 8. 7. 4. 3. 2. Und jetzt wieder. Bälle 4 von 5. Und in 10 Sekunden kommen wahrscheinlich die Welle 5 von 5. Oder jetzt schon. Und jetzt haben wir das Level 1 abgeschlossen. Einäugige Fledermaus beschwören, würde ich mal sagen. Chippy Boost. Das kann ich mir auch direkt hier im Engel. Ich würde sagen heilen. Und hier ins zweite. Und hier jetzt Bälle wieder 1 von 5. Diese Monster finde ich auch irgendwie nervig. Die sind einfach so einen Tornado erschaffen, sagen wir es mal so. Und ja. Diese Monster, die springen, die sind eigentlich ganz okay. Aber, ja. Hier ist eben die Fledermaus, die blaue hier, die ich mir ausgesucht habe. Also die Fledermaus beschwören. Und, ja. Ich bin erst vor kurzem
in das dritte Kapitel bekommen, in den Dungeon hier. Keine Ahnung genau, ich weiß jetzt gerade nicht genau den richtigen Namen, aber ja. Und das ist eben mein erstes Level in diesem Kapitel und deshalb kenne ich die Monster noch nicht und die Levels auch noch nicht. Ja, hier eine Fledermaus. Oder was auch immer das ist. Für mich sieht es aus wie eine Fledermaus. Aber dieser Boss hat jetzt auch nicht gerade viel Leben. Jetzt kann ich noch mal im Glücksrad drehen. Dann wieder ein GP-Boost. Und wieder Welle 1 von 5. Diese Monster, die mag ich eigentlich am meisten. Die haben irgendwie nicht viel Leben. Und ja, machen auch nicht gerade wirklich viel Schaden. Dann. Dann sind wir jetzt schon bei Welle 3 von 5. Welle 4 von 5. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon Welle 5 von 5. Aber ja, Leute, ich spiele das jetzt nochmal fertig, das Level. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss.